In diesem Video sprechen wir über die sogenannten ADRs und klären die Frage, wofür sie eigentlich stehen, was es bedeutet und was es damit auf sich hat. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute mal über ADRs und klären, was es genau damit auf sich hat. Das Ganze basiert auf einer Frage von einem Zuschauer, der mir mal geschrieben hat und wissen wollte, was ADRs genau bedeuten und wo er denn Informationen dazu finden kann. Und dem Ganzen gehen wir heute mal ein bisschen auf den Grund. Vielen Dank an Helge für die Frage in dem Zusammenhang. Und wenn auch du mal eine Frage hast zu einem bestimmten Thema, zu einer Abkürzung oder irgendwas, was dir an der Börse bisher noch nicht klar ist, dann schreib mir es gerne unten in die Kommentare. Dann nehme ich das gerne mal für ein künftiges Video mit auf. Oder du meldest dich direkt bei mir für ein kostenloses Strategiegespräch. Dann können wir auch gerne mal zu dem einen oder anderen Thema telefonieren. Nicht nur zu irgendwelchen Abkürzungen, sondern vor allen Dingen zur Börsenstrategie, Stoppsetzung und Ähnlichem. Du findest den Link hier unten in den Beschreibungen oder eben auch hier oben direkt verlinke ich das Ganze mal mit. So, jetzt aber die Frage, was ist denn eigentlich ein ADR und woran erkenne ich denn überhaupt, dass ich ein ADR habe? Aber meistens erkenne ich das schon direkt daran, wenn ich nämlich eine Aktie besitze und dann steht hier sowas wie bei Tencent Holdings Limited ANSP ADR RIP 1 Euro. So. Das war jetzt keine Tonaussetzer, sondern so steht das meistens da und für die meisten ist das dann vielleicht nur Fachchinesisch, aber wir schlüsseln das Ganze jetzt mal nach und nach auf und klären zuallererst mal die Frage, was ist denn ein ADR? Und das ist die Abkürzung für ein American Depository Receipt. Es gibt auch nochmal eine andere Variante, da nennt sich das Ganze dann ADS, dann ist es eine American Depository Share. Und was es genau bedeutet, da gehen wir gleich mal im Genauen drauf ein. Wir werden uns aber auf das ADR konzentrieren. Das ADS ist dann sozusagen eine Variante davon, beziehungsweise eine genauere Variante davon. Aber für gewöhnlich liest man eigentlich nur vom ADR. Das ist auch keine neue Definition. Das ist auch nichts, was jetzt erst seit kurzem auf dem Markt ist. Uns begegnet es vielleicht seit kurzem häufiger, weil wir viel mehr auch mit ausländischen Firmen und vor allen Dingen auch mit chinesischen Firmen zu tun haben. Und gerade in dem Zusammenhang gibt es sehr häufig ADRs. Aber tatsächlich wurden die ersten ADRs 1927 von JP Morgan aufgelegt. Also ist wirklich nichts Neues in dem Zusammenhang. Jetzt ist die Frage, was ist ein ADR? Und mal im Prinzip in einem Satz zusammengefasst, ist es ein Zertifikat, in dem Fall auf eine ausländische Aktie, die an den amerikanischen Börsen gehandelt wird und gehandelt werden kann. Es ist tatsächlich so, dass es damit ausländischen Unternehmen überhaupt erstmal ermöglicht wird, an amerikanischen Börsen gehandelt zu werden und damit natürlich auch amerikanisches Kapital anzulocken. Denn wenn Sie an Ihren Heimatbörsen sind, wir hatten ja letzten Freitag das Video zu Taiwan Semiconductor, dann sind Sie natürlich an der taiwanesischen Börse doch relativ geringem Volumen ausgesetzt und dann macht es durchaus Sinn, sich auch den amerikanischen Börsen zu öffnen, wo einfach das meiste gehandelt wird und wo einfach das meiste Kapital unterwegs ist. Und es hat natürlich dann den Vorteil, dass eben die Amerikaner, aber eben auch wir Europäer dann diese Werte handeln können. Eigentlich erstmal im ADR, weil es ein American Depository Receipt ist, in US-Dollar. Wir können das dann aber auch umgerechnen lassen, sozusagen in Euro. Deswegen sehen auch wir in Europa ADRs, obwohl die eigentlich in US-Dollar notieren und dann vom ausländischen Wertpapier umgerechnet werden. Ein ADR, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, steht nicht unbedingt immer nur für eine Aktie. Und da fällt auch häufig Leuten auf, dass vielleicht, wenn sie auf die Heimatbörse mal gucken oder auf den Heimatwert, hier irgendwo einen Unterschied feststellen. Denn tatsächlich ist die Berechnung dann eine andere. Es gibt ADRs, die stehen dann auch für eine einzelne Aktie. Es gibt aber auch ADRs, die stehen für 5 oder für 10 Aktien gleich. Ja, das heißt, ein ADR entspricht 10 Aktien an der Heimatbörse oder 5 Aktien an der Heimatbörse und dementsprechend wird natürlich auch der Kurs umgerechnet und multipliziert. Genauso wird dann aber auch die Dividende unter Umständen umgerechnet und das ist auch der nächste Punkt. Die Dividende wird dann ebenfalls in US-Dollar ausgezahlt, wenn man eine ADR hat. Ja. Was gibt es denn jetzt für ADRs? Es gibt nämlich zwei Unterschiede und damit schlüsseln wir auch schon den nächsten Bereich in dieser vorherigen Bezeichnung der Aktie auf. Es gibt nämlich zum einen die sogenannten Sponsored ADRs, die würden dann für gewöhnlich hier mit dem SP.ADR abgekürzt
Und da ist es dann so, dass die ganzen ADRs von den Emittenten beauftragt werden. Also in dem Falle wäre es Tencent gewesen. Das war jetzt aber unsponsert, da kommen wir aber auch gleich noch drauf zu sprechen. Sondern das heißt dann im Prinzip der Emittent, also das Unternehmen aus dem Ausland, das beauftragt eine Bank in Amerika damit, solche ADRs aufzulegen. Und sie kommen dann eben auch für einen Großteil der Kosten, meistens für alle Kosten auf. Denn die Bank hat natürlich damit auch einen gewissen Aufwand. Und diese Kosten will sie natürlich auch vergütet bekommen. So verdient die Bank ja auch durchaus ihr Geld. Und dementsprechend übernimmt dann in so einem Fall das emittierende Unternehmen bzw. das ausländische Unternehmen die Kosten dafür und hat eben dann den Vorteil, dass ihr Wertpapier auch unter erhöhter Liquidität im Ausland gehandelt wird und ihnen auch eventuell Kapital zufließt, je nachdem, was für eine ADR-Variante sie sich entschieden haben. Demgegenüber stehen dann sogenannte unsponsored ADRs. Die werden dann hier eben mit diesem UNSP.ADR abgekürzt. Und da ist es dann tatsächlich so, dass die amerikanische Bank tatsächlich ganz unabhängig von dem emittierenden Unternehmen, also wie in dem Fall Tencent, die ADRs auflegt. Das können sie auch tun, indem sie sozusagen diese Zertifikate auflegen, für das Äquivalent der Zertifikate dann an der Heimatbörse die Aktien von dem Unternehmen handeln, aber sozusagen ihren heimischen Kunden dann eben das Handeln von dieser Aktie über die ADRs ermöglichen. Die Kosten werden dann für gewöhnlich auch weitergegeben an die Kunden. Das gucken wir uns später auch nochmal genau an. Denn wenn natürlich niemand das Ganze sponsert, dann muss ja irgendjemand für die Kosten dafür zahlen und dementsprechend wird das Ganze weitergegeben. Für uns als Anleger ist das dann auch häufig damit verbunden, dass wir nur eingeschränkte Stimmrechte haben, denn wir haben ja nur ein Zertifikat in dem Sinne. Es ist nicht gesponsert, es ist nicht in einer direkten Verbindung, sondern sozusagen wir geben unsere Stimmrechte ab an die Bank, ist aber in den meisten Fällen jetzt nicht so tragisch, weil wir haben ja auch wirklich nicht so viele Anteile, dass das einen riesen Unterschied machen würde. Und es ist auch so, dass es verschiedene Banken geben kann, die auf ein zugrunde liegendes Unternehmen ein unsponsored ADR auflegen können. Beim Sponsored ADR ist es tatsächlich so, dass es für gewöhnlich nur eine Bank ist, die dann das ADR ausgibt. Bei unsponsored kann es mehrere Banken geben. So, jetzt ist die Frage, woran erkenne ich denn, was für ein ADR ich habe und wo kann ich nähere Informationen zum ADR finden? Und da gibt es die Webseite hier, adr.com, wird betrieben von JP Morgan. Ich verlinke das Ganze gerne mal unten in die Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das bei euch auch abspeichern. Und ihr könnt hier oben einfach unter der Suche einen Namen eingeben von der Firma, wo ihr mal schauen wollt, was es da für ADRs gibt oder welches ADR ihr vielleicht auch habt. Und dann kommt ihr zum Unternehmen und kriegt dann hier verschiedene Unternehmensinformationen. Aber das Interessante sind dann hier vor allen Dingen diese Programmdetails. Und dann sehen wir hier mal das zugrunde liegende Unternehmen. Wir sehen hier auch den zugrunde liegenden Ticker, das Symbol in Amerika. Wir sehen auch die ISIN-Nummer, dann hier auch die ISIN und das Ticker-Symbol für das ADR. Und was wir hier vor allen Dingen eben auch sehen, ist, welche Banken denn dieses ADR ausgeben. Wir haben ja schon gesehen, bei Tencent ist es ein unsponsored ADR. Das heißt, hier können tatsächlich mehrere Banken dieses ADR ausgeben. In dem Fall ist es hier JP Morgan, die Bank of New York Mellon, die Citibank und die Deutsche Bank. Die haben alle unterschiedliche ADRs ausgegeben. Und dann ist es durchaus auch mal interessant, sich ein bisschen damit zu beschäftigen, ob denn hier zum Beispiel, wie in diesem Fall, das Ratio zwischen ADR und unterliegende Aktie 1:1 ist oder ob hier eine Aktie vielleicht sogar mehrere ein ADR mehrere Aktien bedeutet. Woran kann ich erkennen, ob das jetzt sponsored oder unsponsored ist? Das sehe ich hier bei Sponsorship. Hier unten, links unten ist ein U drin, also für unsponsored. Und wenn es gesponsert wäre, dann wäre ein S drin. Und ich erkenne es auch, jetzt gehen wir mal auf der Seite ein bisschen nach oben. Ich sehe es hier nochmal mit dem unsponsored. Und wenn ich dann hier auf Fees gehe, dann sehe ich tatsächlich hier auch, dass es eine für diese Aktie eine Dividenden-Fee gibt. Das heißt, ich bezahle sozusagen jedes Mal, wenn Dividende ausgeschüttet wird, einen gewissen Betrag an die Bank. Und das ist das, womit sich dann die Bank sozusagen gegenfinanziert, dafür, dass sie das ADR auflegt. Und ich bekomme einfach einen geringeren Dividendenbetrag ausgezahlt, als ich eigentlich bekommen würde, wenn ich direkt die Aktie hätte. Das Ganze sieht dann ein bisschen anders aus, wenn wir jetzt mal hier im Vergleich Alibaba anschauen. Das ist dann tatsächlich hier unten eine Sponsored ADR. Und da sehen wir, da gibt es auch nur eine ausgebende Bank und das ist die Citibank. Da gibt es jetzt nicht mehrere. Und wir sehen hier auch, dass das Ratio 8:1 ist. Das heißt, wenn ich ein ADR habe, dann ist das gleichbedeutend mit 8 Aktien. Und dementsprechend bekomme ich auch 8-mal so viel Dividende. Aber ich habe eben auch gleich 8 Aktien gekauft und nicht eine. So, und so kann ich relativ leicht mir mal ein paar Informationen zu meinem ADR holen und mich da ein bisschen genauer drüber informieren.
Jetzt gibt es tatsächlich noch verschiedene Level von zumindest diesen Sponsored ADRs, denn wenn ich sozusagen mir Kapital auch an den ausländischen Börsen holen möchte oder einfach möchte, dass mein Unternehmen hier mehr gehandelt wird, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Ganze umzusetzen. Es gibt hier das Level 1, da gibt es eine relativ geringe Transparenzvorschrift, das ist relativ einfach aufzusetzen, aber ist dann auch eben nur außerbörslich handelbar, also an den OTC-Märkten, Over-the-Counter-Märkten. Dann gibt es hier das Level 2, das ist dann durchaus häufiger auch der Fall. Hier kann dann eben auch an den regulären Börsen gehandelt werden, aber da müssen dann eben auch die Anforderungen der SEC, also der amerikanischen Börsenaufsicht, erfüllt werden. Und ab Level 3 kann dann tatsächlich auch Kapital an den Börsen eingesammelt werden. Das heißt, wenn man nochmal Kapital möchte, um es in sein Unternehmen zu investieren, um in sein Wachstum zu investieren, dann macht eben hier dieses Level 3 Sinn. Welches Level mein ADR genau hat, ist leider ein bisschen schwieriger zu identifizieren, auch auf dieser adr.com-Seite nicht. Insofern muss man da ein bisschen mehr recherchieren. Aber das spielt vielleicht jetzt auch nicht die ganz große Rolle für uns. Das ist dann eigentlich eher entscheidend für das emittierende Unternehmen in einem Sponsored ADR. Ja, dann gibt es noch eine andere Information, denn es gibt tatsächlich auch European Depository Receipts. Also es gibt nicht nur die amerikanische Variante, sondern es gibt auch die europäische und auch eine globale Variante. So, und bei den europäischen ist es eigentlich genauso wie bei den amerikanischen, nur dass es von europäischen Banken aufgelegt wird in Euro. Sehen wir halt nicht ganz so häufig, ist jetzt nicht ganz so vertreten. Meistens ist es dann so, dass einfach das ADR in Euro umgerechnet wird, also die amerikanische Variante wird in Euro umgerechnet. Also diese EDRs sehen wir relativ selten, genauso wenig wie diese Global Depository Receipts. Hier ist es dann eben so, dass es von Banken in mehreren Ländern aufgelegt werden könnte, also zum Beispiel nicht nur ein ADR, sondern eben auch ein European Depository Receipt, also gleichzeitig. Aber ich glaube, da ist meistens der Aufwand viel zu groß und dann nimmt man einfach die ADRs, die dann sozusagen in Europa einfach in Euro gehandelt werden, also ähnlich wie amerikanische Aktien in Euro gehandelt werden und damit ist das Thema dann erledigt und deswegen sehen wir diese Dinge hier in Europa eigentlich so gut wie nie, zumindest ist mir kein Fall bekannt. So, jetzt hoffe ich, das hat dir weitergeholfen zum Thema ADR. Falls du noch Fragen zu hast, dann schreib mir es gerne in die Kommentare, dann können wir uns dazu gerne noch mal ein bisschen genauer austauschen. Und ansonsten freue ich mich, wenn du mir einen Daumen hinterlässt oder den Kanal hier natürlich am besten Fall auch gleich abonnierst. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns auch im nächsten Video wiedersehen und wünsche dir bis dahin eine gute und erfolgreiche Börsenwache und mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.